Vergessen wir beim Säbel-Weltcup in Bonn den CTG-Königsbacher Nachwuchs. Er schaffte die nationale Qualifikation ebenso wenig wie Paul Preiss und Sven Rohrer. Vergessen wir auch Marco Müller. Er war ohne Chance. Vergessen wir Steven Bauer mit Platz 67 und vergessen wir schließlich Willi Kotny, der in der Vorrunde verletzt ausschied und zusehen musste, wie die anderen Jagd auf seinen zweiten Ranglistenplatz machten. Und auch Mario Krause ist zu vernachlässigen, obwohl der Koblenzer focht sich in einem starken internationalen Feld bis unter die letzten 16. Am Ende ein ganz hervorragender 12. Platz. Dennoch, Mario fehlt trotz allem Kampfgeistes die letzte innere Einstellung, um auf Dauer ganz vorne mitmischen zu können. Die Leistung deshalb umso anerkennenswerter und die Glückwünsche der Kameraden und des Trainers im Ribui-Dojo berechtigt. Star des Weltcups aber Dennis Bauer. Der Neuendorfer war ja in München wegen einer Blinddarmentzündung aus der deutschen Weltcup-Quote gefallen und kam ausgerechnet im 64er K.O. gegen den deutschen Meister Steffen Wiesinger. Trainer Eberhard Mehl hatte Dennis Bauer vor dem Gefecht eine Stunde lang gequält. Mit Erfolg. Bauer gewann und zog nach dem überzeugenden Sieg über Wiesinger, über den Polen Marcel Sobala und den Ukrainer Wolodymyr Kaluzny ins Finale der letzten 8 ein. Vor 300 Zuschauern traf er dann auf Olympiasieger Stanislav Pozniakow. Der Russe dürfte sich nun endgültig den Namen Bauer, Kotny und Mehl merken. Denn nach seiner Niederlage gegen Kotny in Ungarn hatte er diesmal auch gegen den zweiten Mehl-Schüler Dennis Bauer das Nachsehen. Der Koblenzer erst im Hintertreffen verlor nach und nach den Respekt vor der russischen Fechtlegende und entriss Pozniakow das Kommando auf der Planche. Zur Freude von Vater Erhard Bauer. 14 zu 14. Das Ergebnis knapp so oder so. Und zugunsten von Bauer. Pozniakow zweimal hintereinander von einem Koblenzer geschlagen. Die Freude im Lager der CTG Königsbacher natürlich groß. Der amtierende Weltmeister Luigi Tarantino aus Italien hätte eigentlich gewarnt sein müssen. Sein Pech. Dennis Bauer hatte mit dem Sieg über Pozniakow jeden Respekt vor großen Namen verloren. Der Neuendorfer focht wie ein junger Gott, gewann das Publikum für sich. Der Italiener, genervt, legte sich mit dem Obmann an, dann mit dem Schicksal, zweifelte schließlich an sich selbst und holte sich mit 15 zu 6 eine regelrechte Klatsche ab. Am Säbel, wie vermutet, lag es jedenfalls nicht. Vergeblich versuchte der Obmann, den Italiener zu überzeugen, dass Dennis ganz einfach schneller war als er. Doch lassen wir die letzten Bilder für sich sprechen. Vous êtes prêts? Allez. Allez. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Allez. Der Siegtreffer und die Freude wieder groß im Lager der CTG Königsbacher. Dennis Bauer im Endkampf. Raffaella Caserto, Italien und Damian Tuyo, France. Juriert wird das Gericht von Klaus Rodak. Sein Gegner, der Franzose Damian Tuyo. Der spätestens müsste jetzt gewarnt gewesen sein. War er auch, denn Willi Kotny hatte in diesem Gefecht nicht viel Gelegenheit zum Applaus. Auch wenn sein Vereinskamerad hier mit seinem Angriff durchkommt und die Franzosen protestieren. Tuyo behielt letztlich die Oberhand über einen überglücklichen Dennis Bauer, der sich mit seinem zweiten Platz an die Spitze der deutschen aktiven Rangliste zurückfocht. Die Abschlusshymne war zwar die Marseillaise, doch Bauer dürfte innerlich das Deutschlandlied mitgesungen haben, denn nun steuert er zusammen mit Willi Kotny Olympiakurs. Dennis Bauer, der es hier geschafft hat, den zweiten Platz zu erreichen.
Ich bitte, dass Sie noch nicht die Plätze verlassen. Wir werden direkt mit der Siegerehrung